Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir haben im letzten Part hier die Hochzeit von Lili und Zidane gesehen. Und wir haben die kleine Aiko getroffen, die uns jetzt sogar im Kampf helfen möchte. Sie scheint schnell zu sein, weil sie vor Vivi fertig war. Naja, gut. Was kannst du denn? Angriff? Hilfsmagie? Heilmagie? Heilmagie, okay. Ist auch eine Heilerin, wir haben zwei Highlights. Rufen, was kannst du denn? Fenrir. Ja, mach mal. Autsch. Okay, sie ist einfach mal One-Hit. Angriff. Lili, noch Heilmagie. Auf Aiko. Oh, 1700, schöner Schaden. Nieten. Au. Wie viel Schaden hat es jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung. So, okay. Vivi, Schwarzmagie, Feuer. Na, wir machen mal lieber so. Und sie dann haut einfach nur stumpf drauf. Groll der Natur. Cooler Angriff. 960. Na gut, das ist 30 MP, das ist ganz schön viel. Eiko ist der Beste, oder nicht? Du kannst also auch beschwören? Erstaunlich. Ja, kannst du. Zidane, ja, greif an. Heilmagie auf. Oh shit. Okay, Item. Phoenixfeder. Komm, lebst du wieder. Feta auf Lili. Perfekt. Oh, sehr gut. Verfehlt. Er hat sie beschützt und dann hat der andere verfehlt. Richtig gut. Heilen Feta auf. Moment. Sie dann. So. Du kannst Feuer. Wie gerade? Was ist das? Er heilt sich jetzt aber nicht. Doch, er heilt sich überhaupt. Wow. Okay, kannst du irgendwen gut heilen? Ich selbst, ja. Du greifst mal an. So, Feuer. Mal gucken, was passiert. Oh, 722 ist nicht so viel, aber naja, gut. Lili rufen. Ich kann gar nichts rufen. Okay. Dann heilen. Geht nochmal selber. Zwei Heiler in der Gruppe. Ist auch geil. Autsch. So. Aiko, du heilst dich auch nochmal selber. Sie dann greift an. Perfekt. So. Rufen. Heilmagie. Und. Wer ist heil? Ah, shit. Heilmagie auf Aiko. So. Machst du mal was anderes? Ich kann mal wissen, wie viel Eis macht. So, du kannst mal rufen. Soll man ganz rufen? Nee, nur Fenrir. Okay. Machen wir. Was ist dann? Ah, Angriff. Dann müsste ich halt auch mal beklauen können. Na ja, gut. Mit 200. Moment, der ist tot? Jetzt schon? Oh. Ich hab mit einem längeren Kampf gerechnet. Okay. Ah, neue Sachen. Perfekt. Kriegst hier ein Zelt, nehme ich. Und ein bisschen Kohle. Schön. Ja,
manchmal greift einen dieser Riese an. Normalerweise haut Eiko ja immer sofort ab, aber... Aber Eiko, hast du... hast dich doch wacker geschlagen. Findest du? Eiko, wie kommt es eigentlich, dass du Bestia beschwören kannst? Aber Lügen, du kannst doch auch Bestia beschwören, oder? Ja, aber... Schwören zu können ist ja nicht gerade was Alltägliches, aber sag mal, Eiko, konntest du sie schon immer beschwören? Aber sicher, der Großvater von Eiko und Haupt, der Ober und überhaupt alle konnten Bestia beschwören. Meinst du das? Ups, hier geht es aber nicht zum Haus von Eiko. Hier geht es zu... Was? Ifarsbaum? Das ist ein Doppel-I? Wahrscheinlich. Zum Haus von Eiko geht es da lang. Das ist ja wirklich ganz schön weit. Ifarsbaum? Ist das etwa die heilige Stätte? Wie? Ach ja, so den... ihn die Orklinge, aber wir haben ihn immer schon Ifarsbaum genannt. Ifarsbaum? Gut, wollen wir da mal gehen? Mal sehen. Aber hier ist noch was. Na, komm. Gelbe, nehmen wir. So, und da kann ich auch wohin? Sind hier noch mehr Tafeln, die ich benutzen kann? Die ich brauche? Ich habe keine Ahnung. Oh, nee, auf die Weltkarte wollte ich jetzt nicht. Das war nicht mein Plan. Kann ich hier rein? Nö. Okay, wir gehen mal zurück. Weil ich wissen will, was ich da machen kann mit der Tafel. Definitiv noch einsetzen. Vielleicht können wir was Cooles dann. Upsa. So, runter. Kann ich hier eigentlich auch durch? Nö. Ja, lass mich durch. So, wir haben noch eine gelbe Tafel. Nichts. Wow. Okay, uns fehlt scheinbar noch eine blaue. Eine grüne, ich habe keine Ahnung. Orange, gelb. Ne, gelb haben wir schon. Nee, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Da kommen wir schon später nochmal wieder hin, hoffe ich zumindest, mit den Tafeln. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, dass ich da direkt nichts machen kann. Naja, gut. Darf ich nicht vergessen. So, was haben wir hier? Erstmal den hoffentlich sekundären Weg nehmen. Ja. Ein Äther. Gut. Grüne Steintafel. Ja, jetzt haben wir aber alle, oder? Okay, da kann ich nicht lang. Ich denke das schon, dass ich jetzt alle habe. Bei vier Stück. So, die Hauptfarben. Grün, Gelb, Rot, Blau. Tut mir leid, aber ich muss hier nochmal lang. Ich habe erst gedacht, dieser Baum da im Hintergrund wäre nochmal das Dorf, was zerstört wurde von Brain, aber... Nee. Ich sollte hier nur gehen und nicht laufen. So, kann ich jetzt was machen? Hallo? Da ist was von drinnen rausgekommen. Mondsplitter. Okay. Anlegen. Ich denke mal, das wird hier sein. Mondsplitter. Da. Shell Bestientöter. Hm. Okay. Moment, wir müssen sie noch ausrüsten. Die hat noch gar nichts. Das ist ja ein Saphir. Okay. Ach, damit kann sie den beschwören. Fenrir. Moment. Fenrir? Können sie eben auch schon Fenrir? Immer regenerieren. Vollmond. Ja, nehmen wir es mal mit. Keine Ahnung, was es ist, aber mit dem Regenerieren ist wahrscheinlich ziemlich gut. So. Eiko, du benutzt erstmal Vita, Engel,
Okay, und der ist noch nicht freigeschaltet. Okay, dann benutzt du erstmal Vita. So. Du bist voll, du bist voll. Du jetzt auch. Okay, passt. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Bringt mir das was? Meine Fenrir. Vita. Nee, der liegt alles noch langsam auf, aber. Shell besten will. Das lohnt sich nicht. Ich will das schon behalten. Moment. Ramon Blitzer. Ah, das muss ich anlegen. Moment. Lilly, du brauchst. Neues Item. Ramu. Jawohl. Blitzer. Auch aktiv, okay. Es war doof, dass ich jetzt das andere abgelegt habe, aber es war anders überhaupt. Elfenohrring. Reflektring, genau. Immer Reflekt. Oder Reflekt. Und aktiv auch. Hm. Das ist auch eigentlich besser. Aber naja. Das ist auch fett. Aber ich will Beschwörung machen. Deswegen lasse ich das erstmal so. Anlegen. Vivi, vielleicht kannst du davon was gebrauchen. Du hast Felsenfest. Naja, gut. Mondsplitter. Irgendwas richtig Gutes für dich. Ja, du könntest den nehmen. Zauber geht um 2 runter. Oh. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das ist so. Ja. Moment, ich kann ja nochmal gucken hier. Nee, optimal nicht. Das möchte ich schon selber verwalten. Was soll ich jetzt machen? Ability? Genau, hier kann ich noch was anlegen wahrscheinlich. Okay, die sind angelegt. Andere Fleck könnte sie haben, aber ganz schön teuer. Okay, zieh dann. Hast du noch irgendwas Neues? Nö. Vivi. 5. Könnte man drüber nachdenken. 5. Nö. Du hast auch schon alles, okay. Eiko, du hast bestimmt noch nicht alles. Ach doch, das war. Haben wir auch schon. Wow. Okay. So, Eiko, dann müssen wir jetzt aber den Rest nochmal gucken. Immer Regener ist eigentlich ziemlich gut. Vitra, Engel. Zerlegt, hau den Lukas. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen was tunen hier. Ein Wille weniger, der Rest steigt. Das ist doch schon ganz gut. Kristall am Reif, Leder. Nee. Seidenhemd. Ja, nehmen wir. Aber was kann die denn? Vita. Vita haben wir. Vitra haben wir hier. Und das Vita. Kann sie dann nicht mehr heilen? Ich habe keine Ahnung. Herzer Stein, Tontauben. Ich guck nochmal nach den Abilities jetzt bei ihr. Was ist drauf? Benutzen. Was hat sie mit Vitra? Ach, sehe. Höhere Heilung. Vitra ist also eine bessere Heilung. Okay, jetzt haben wir Vita natürlich abgelegt, aber ist egal. Okay. Dann würde ich sagen, passt das erstmal soweit. Ah, ich kann auch immer gegen alles gegen hier. Gut. Haben wir ein schönes kleines Item. Und sie kann endlich Ramu beschwören. Das ist für die eigentlich ganz gut, hoffe ich. Wir haben den ganzen Spaß ja nicht umsonst gemacht, oder? So, dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Und gucken, wo wir ankommen. Aha, eine Art Open World wieder. Mal gucken, wo wollen wir hin? Was haben wir hier? Art Berg. Zusammen.
ist das Schade von Eiko. Matainsabi. Okay. Hier? Das ist ja ein einziger Trümmerhaufen. Lilly? Ja, was ist hier passiert? Matainsari, legendäres Dorf der Esper. Guck mal! Maka, Moka, Chimomo! Guck mal, guck mal! Mogel, Morrison! Oh, was, Mogel? Sie wurden doch nicht etwa wirklich gefressen? Aha, da hinten. Gelber Bommel. Das ist bestimmt was Besonderes, oder? Guck mal. Aber nein, Eiko ist hier nicht böse. Aber du darfst Eiko nie mehr so allein zurücklassen, hörst du? Guck mal. Komm schon, sieh dann. Okay. Ein ganzer Armada von Kupus. Oh. Habt ihr verstanden? Nur Kupo. Wo Kupo? Mogo, bleib hier bei Eiko. Kupo. Genau, wie immer an deinem Stammplatz. Kupo. Aha, ist der Kupo immer dabei? Wow. Dieser kleine Mogo eben war gerade. Hat er sich in deinem Kleid versteckt? Mogo ist der Name. Und wir sind praktisch unzertrennlich. Okay. Sieh dann, ey, du setzt dich dorthin. Ey! Weißt du, Eiko hat irgendwie Interesse an dir. Verstehst du? Naja, in gewisser Weise habe ich auch Interesse an dir, Eiko. Echt? Zum Beispiel, wie die Bestie, was die Bestien betrifft und. Was bist du denn für ein Typ? Wie alt bist du denn? Was machst du denn so? Und wo willst du denn überhaupt hin? Langsam, eigentlich. Was ist denn dein Lieblingsessen? Was ist denn deine Lieblingsbestie? Und so weiter und so fort. Zu jemandem wie dich treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Lilly? Was hast du? Weilst du noch unter uns? Ja, das heißt, nein. Ich meine, es ist nichts. Hast du womöglich Fieber? Hä? Anscheinend auch nicht. Bist du einfach eifersüchtig? Warum sollte ich? Sieh denn, Lilly, seid ihr beide wirklich nur ganz normale Freunde? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ganz einfach nur Freunde sind wir vielleicht nicht wirklich. Wirklich nicht. Sondern? Wir sind sozusagen Kameraden. Kameraden? Ja. Und Vivi gehört auch. Wo steckt er eigentlich? Vivi? So wie Eiko mit Moro und den ganzen anderen Mokris. Ja, so ähnlich. Fertig mit Aufräumen, Kupo. Danke, Mocha. Mocha, ich bin sofort da. Sieh dann, Eiko, mach jetzt was Leckeres zu essen. Bis dahin musst du aber hier bleiben. Wir brauchen eh noch einiges an Infos und eine Kleinigkeit könnte auch ich auch vertragen. Das reicht. Also, ich rufe euch dann, wenn das Essen fertig ist. Okay. Gleich mal was essen. Was Vivi fühlt. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, 288, sagt er mir, ich kenne die Bedeutung des Todes.
Traum ist stehen bleiben und sterben ist etwas anderes. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was es heißt, zu leben oder zu sterben. Oder stehen zu bleiben. Wo kommt man her? Und wohin kehrt man zurück? Wenn dieser sich schließende Kreis bedeutet, zu leben, wo ist denn mein Kreis? Wo hat mein Kreis begonnen? Und wo endet er? Was ist nur mit mir? Ich zittere auf einmal so. Das ist nur das seltsame Gefühl. Ich glaube, ich bin ein wenig müde. Okay. Können wir uns heilen? Im heiligen Wasser oder so? Tatsache. Nee, lieber heilen. Was ist das? Anlegen. Ist auch wieder irgendwas Neues hier, oder? Was ist Libra? Nee. Nein. Ich habe keine Ahnung. Ist egal. So, was haben wir hier oben? Noch ein Act of Time Event. Okay. Was Lily fühlt. Esper. Vor langer Zeit habe ich einmal darüber gelesen. Ein Volk, das die Bestie beschwört und sie beherrscht. Die Bestie. Früher konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Bestie in mir lebt. Nur aus diesem Grund. Nur weil in mir die Bestie lebt, meine Mutter mich gefangen und wollte mich für ihren Krieg benutzen. Ich wollte sie gar nicht mehr hören. Ihre Existenz Mutter zu solchen Taten verleitet, oder sie sogar gar von Kuya missbraucht werden. Und trotzdem fühle ich, dass mir mit der Extraktion ein wichtiger Teil geraubt wurde. Wieso kommen mir plötzlich diese Gedanken? Dieser Wind, diese Landschaft. Was ist das für ein seltsames Gefühl, von dem mein Herz so erfüllt wird? Oh, sie gehört auch zu dem Volk, oder was? So, was machen wir jetzt mit dir? Da geht's wahrscheinlich weiter. Ich habe keine Ahnung. Der Laden hier ist aber echt ein einziger Trümmerhaufen. 10 Jahre nach dem Verfall werde ich mal locker tippen. Naja, mal sehen, was Aiko so kochen wird. Was Aiko fühlt. Wir sind froh, dass wir wieder in die Sonne geworden. Das kann Alko auch ohne Bedenken zu denken in ihr Haus einladen. Und jetzt geht's um die Wurst. So wie Alko das gesehen hat, hat sich dann mit Lily nämlich noch rein überhaupt gar nichts am Laufen. Ich habe das Gefühl, dass Lily in dieser Beziehung ein wenig auf dem Schlauch steht. Es besteht also die Hoffnung, dass Alko etwas für sich rausschlagen kann. Danke, wird sie dann mit ihren Leckereien nur so verführen, damit er hier gar nicht mehr weg will. So läuft es wieder. Also, dann fehlt ihr. Und die Gerichte von Schiffbrech und Alkohol sind das Öffnen zum Scheitern verurteilt, Kuba. Vor allem jetzt, wo unsere Vorräte fast aufgebraucht sind. Ja, ich weiß. Aber deswegen möchte Alkohol sie dann trotzdem beeindrucken. Helft ihr mir? Schiebung! Das ist ein Befehl! Spezialität von Aiko ist Kartoffeleintopf. Da muss ich zugeben, dass der sogar ein Mori schmeckt. Aber neulich war er so scheußlich, dass mir fast den Bubbel vom Kopf gebissen hätte. Was willst du noch reservieren? Irgendwas als Beilage muss ich mir noch überlegen. Jetzt mit Fisch, Kuba. Frischer Fisch muss nur gebraten werden und schmeckt trotzdem prima, Kuba. Das hört sich gut an.
Okay, das heutige Menü besteht aus Kartoffeleintopf und frischer Fisch. Wer geht am besten angeln? Mocha. Verlass mich auf dich, Mocha. Super. Kartoffeln? Ja, machen wir so. Verlass mich auf dich, Chumumo. 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 Okay, bleib das Käfer für Maiko in der Küche. Opa! Hast du ja was in der Hose? Anfangen zu kochen, ja, warum nicht? Dann mal los! Los, Vater! Maiko möchte nicht mehr allein sein. Deswegen hilf mir, dass alles gut geht. Oha. Na denn, kann das ja nur gut gehen. So, erstmal wieder alleingelassen von allen, aber egal. Wir werden hier uns ein bisschen erkunden. Ich werde dann hier nach links gehen, wohl Vanessa oder nach Lilly. Ich weiß es nicht. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.